Es ist passiert. Spider-App, mein Handy ist runtergefallen im Parkhaus. Und es ist schlimm, Sie kennen das selber, ohne Handy ist man nur ein halber Mensch. Das ist wie wenn ein Verwandter stirbt nah und hinter mir ist der Mann, der mich retten soll. Ein Handy-Doc, ein 25-jähriger junger Mann und der hat was, der ist sogar Weltrekordhalter im Handy-Reparieren. Jetzt gehen wir mal rein und dann schauen wir mal, ob der mir helfen kann. Jetzt war ich schon überrascht, der Kollege sagt, in 2 Stunden ist das Handy fertig, aber 2 Stunden ist für dich eigentlich keine Zeit, wo du nachdenkst. Es geht viel schneller, gell? Du bist Weltrekordhalter. Was ist das für eine Geschichte? Es gibt ein paar Bekannte von mir, also wir sind mehrere, ja, so eine kleine Gruppe, wir haben das eine kleine Facebook-Gruppe gemacht, haben uns da kennengelernt und wir haben uns dann selber mal gesagt, okay, wie lange brauchen wir denn? Man fängt dann an, sich so gegenseitig zu betteln, so, aber ich brauche nur so und so lange, ich brauche nur so und so lange. Ich habe das dann mal ausprobiert und ich habe es dann hinbekommen, dass ich dann beim ersten Mal ausprobieren ein Samsung Galaxy S4 Display in 3 Minuten geschafft habe. Das ist nicht gut, gell? Es ist mit dem Weltrekord, den ich dann aufgestellt habe, ist es nicht zu vergleichen. Also ich habe 1 Minute 25, ist der Weltrekord, mit dem Samsung Galaxy S4 Display-Tausch. Man muss allerdings auch sagen, ohne Schrauben. Also die Schrauben, das sind 18 Schrauben. Ja, dann, die sind draußen. Kann ja jeder. Ohne Schrauben. Das Handy wird jetzt, denke ich mal, um die 20 Minuten dauern. Endlich mal Erster in der Schlange. Wie geil ist das Gefühl? Und los! Alles klar. Wenn du dann abends trainieren gehst und es kommt ein bisschen Schweiß oder Kondens rein, dann passiert das Ganze auch. Das sieht man hier. Also wäre so oder so kaputt gegangen? Nein, nein. Allerdings sieht man hier einen Indikator. Ja, wenn der Wasser in große Menge aufgespeichert hat, so dass das Handy einen Schaden von sich dreht, wäre der lila. Ja, das ist heißt, aber noch weiß. Ist noch weiß, das heißt, es ist noch gut. Und wir gehen auch schon zum zweiten Schritt. Und falls man die verwechselt, durchbohrt man die Platine und das Handy ist Schrott. Ja. Schon wieder da. Wir sind fertig. Schritt Nummer 6. Schritt Nummer 6 ist, die Treiber laden gerade. Patrick, auch mein Gesicht lächelt jetzt. Sehe ich, das freut mich. Ich komme nur die Nummer mit der Rechnung, dann werde ich kurz zucken, aber insgesamt bin ich total begeistert. Also, zucken brauchen Sie gar nicht. Ja. Sie haben einen Gutschein, kostet okay. Sie nur 100 Euro. Was sind schon 100 Euro heutzutage? Ich kann wieder telefonieren, bin vollwertiges Mitglied der Gesellschaft. Genau. Und so wie es aussieht, kriegt der Andi draußen nicht mal einen Strafzettel. Also, coole Nummer. Hoffen wir's. Ich danke dir, bis das nächste Mal in 2000 Jahren. Vorher will ich es nicht mehr runterschreiben. Auf keinen Fall. Danke. Ciao.